In dem Panel heute möchten wir Hintergründe beleuchten und nicht über den Verlauf der militärischen Kampfhandlungen spekulieren. Wir haben dafür Expertinnen und Experten versammelt, die zur Geschichte und Gegenwart der Ukraine und Russland forschen und entsprechend profund Auskunft geben können. Ich möchte unsere Rednerinnen und den Redner ganz kurz vorstellen. Gwendolin Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, dem ZEUS, und begleitet an der Humboldt-Universität zu Berlin eine Einstein-Professur oder die Einstein-Professur für vergleichende Demokratie- und Autoritarismus-Forschung. Bevor sie die Leitung des ZEUS übernahm, war sie Professorin für vergleichende Politik an der Oxford University. Frau Sasse beschäftigt sich unter anderem mit Fragen der Identität in Russland, in der Ukraine und auch mit den Sezessionskonflikten in der ehemaligen Sowjetunion. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, dem ZEUS herzlich für die Kooperation bei der Veranstaltungsorganisation auch zu danken, auch als Ausdruck der mittlerweile sehr engen Zusammenarbeit unserer Institute, die in Bälde auch ein Kompetenznetzwerk zu Friedens- und Konfliktforschung in Osteuropa mit vier weiteren Partnern in Deutschland beginnen, dass die Thematik unseres Kompetenznetzwerks derartig dramatische Aktualität gewinnt, hatten wir nicht erwartet und sicherlich nicht gehofft. Guido Hausmann ist Historiker, leitet am IOS in Regensburg den Arbeitsbereich Geschichte und begleitet eine Professur für Geschichte Osteuropas an der Universität Regensburg. Er gehört zu den profiliertesten Ukraine- und Russland-Historikern in Deutschland mit Arbeiten sowohl zum 19. als auch zum 20. Jahrhundert. Cindy Wittke leitet am IOS seit 2017 die politikwissenschaftliche Forschungsgruppe. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Konstanz. Sie forscht an der Schnittstelle zwischen Politik, internationalen Beziehungen und Völkerrecht und leitet am IOS zwei große vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekte, die sich mit Konflikten, aber auch Kooperationen im östlichen Europa beschäftigen. Ich glaube, was alle drei Rednerinnen, und das gilt sogar auch für mich, auch vereint ist, dass wir heute auch mit Ungläubigkeit auf ein Land sehen, nämlich Russland. Also wir sprechen über keine Ukraine-Krise, sondern eine Russland-Krise, auf ein Land sehen, dessen Kultur wir uns sehr verbunden fühlten, dessen Sprache, also das Russische, wir lernten, wo wir viel Zeit verbracht haben und heute vielleicht auch vor den Scherben einer Illusion auch stehen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, ein paar technische Hinweise. Wie Sie schon gehört haben, werden wir die Veranstaltung aufzeichnen und sie wird auch parallel live gestreamt, damit auch jene, die nicht mehr in das Zoom-Meeting einsteigen können, die Gelegenheit haben, die Diskussion zu folgen. Wir haben auch jetzt alle Kameras und Mikrofone deaktiviert und möchten Sie dann bitten, in der Diskussion die Chat-Funktion zu nutzen, weil er absehbar ist und dem ist so, dass sehr viele Personen teilnehmen, damit wir die Diskussion auch in geordneten Bahnen dann führen können. Beginnen möchten wir mit einer Einstiegsfrage für jede Rednerin, jeden Redner und einem kurzen Statement, 6-7 Minuten, so dass wir noch ungefähr 30 Minuten zur öffentlichen Aussprache über die Chatfunktion bitte kommen können. Beginnen möchte ich mit Gwendolin Sasse, unserer aus Berlin zugeschalteten Expertin und Kollegin. 2014, als Russland die Krim annektierte, wurde diese Annexion häufig auch noch innenpolitisch funktionalistisch erklärt. Damals befanden sich die Zustimmungswerte für Präsident Putin im Niedergang und sie gingen dann in lichte Höhen nach der Annexion. Bei dem aktuellen Angriffskrieg auf die Ukraine fällt es aber schwer, noch einen Konnex zur Innenpolitik zu entdecken. Gibt es einen solchen? Kann man in Russland überhaupt noch von Innenpolitik sprechen, angesichts beispielsweise dieser seltsamen, auch sehr verstörenden Inszenierung der Sitzung des Sicherheitsrates am
Montag und angesichts einer weitgehenden auch Demobilisierung der Gesellschaft. Der Angriff auf die Ukraine wurde systematisch vorbereitet, aber warum gerade jetzt? Und was heißt das letztlich auch für die Politik gegenüber Russland, wenn dort mittlerweile ein Herrscher, wie es scheint, ohne jegliches Korrektiv und auch vielleicht ohne Rücksichtnahme auf die öffentliche Meinung, sofern man von einer solchen nur sprechen kann, über Krieg und Frieden entscheidet? Vielen Dank, Herr Wohnbauer. Ein großer Fragenkomplex, mit dem ich da einsteigen soll an diesem in der Tat schwierigen Tag. Aber ich finde es gut, dass wir uns auf die Hintergründe und die Entwicklung, wie wir sozusagen dahin gekommen sind zu dem Szenario, was wir heute sehen, dass wir uns darauf heute fokussieren. Sie stiegen gerade mit der Krim-Annexion 2014 ein. Und in der Tat ist es ein wichtiger Bezugspunkt heute für die Diskussion. Und ich habe das noch nie getan und würde auch jetzt nicht die Krim-Annexion als rein funktionalistisch beschreiben. Sie hatte in der Tat den für Putin guten Effekt, seine Popularität zu steigern, massiv zu steigern und sie bis zu 90% anwachsen zu lassen. Das ist dann aber schon auch 2018 wieder etwas abgeklungen. Und spiegelt sich jetzt oder spielt sich jetzt immer so zwischen so um die 60 bis 70% ein, ist auch in den letzten Monaten noch einmal etwas gestiegen. Aber es gab damals auch schon 2014 klare Anzeichen dafür, dass auch die Krim-Annexion in ein großes historisches Narrativ eingebaut wird, dass die Argumentation, warum die Krim zu Russland gehört oder gehören soll, das spielte auch damals eine große Rolle und erklärt auch die Akzeptanz dieser Annexion in der russischen Bevölkerung. Also die Krim hat ganz klar Symbolwert in der russischen Wahrnehmung, aber dann eben auch sehr klar in diesem sehr historisch aufgeladenen, selektiven historischen Narrativ, was davon ausgeht, dass die Krim immer schon zu Russland gehört hat, was sie natürlich nicht immer gehört hat. Seit 1783 war sie Teil des Russischen Reiches, aber davor war sie ein anderes Konstrukt unter krimtatarischer Herrschaft und sie war eben auch in die Sowjetunion und dann in die ukrainische Sowjetrepublik eingebettet. Aber diese Betonung auf diesen großen historischen Bogen aufzumachen, das ist ja jetzt ein Element, was wir noch verstärkt gesehen haben. Und wenn wir an die Rede am Montag denken von Wladimir Putin und eine etwas kürzere hat er ja auch in der letzten Nacht noch gehalten. Da sieht man die Bedeutung von Geschichte und wie eben Geschichte jetzt noch über die Krim in ihrer Bedeutung hinausgeht und die Existenzberechtigung des ukrainischen Staates historisch herleitend einfach negiert. Aber dazu wird sicher Herr Hausmann gleich noch mehr sagen. Sie sprachen dann die Verbindung zwischen Innen- und Außenpolitik in Russland an. Und in der Tat ist das eine wichtige Verbindung, wo ich ja gerade gesagt habe, es ging nicht meiner Ansicht nach nur darum, die eigene Beliebtheit zu erhöhen aus Putins Perspektive. Aber heute stellt sich in der Tat, wie Sie gerade sagten, die Frage, was bedeutet Innenpolitik eigentlich noch? Wir wissen schon lange, wie zentralisiert, wie personalisiert dieses System ist. Und jetzt durch diese öffentliche Inszenierung auch des Sicherheitsrats haben wir noch einmal gesehen, dass selbst die Sicherheitseliten, der Sektor, der ja noch am meisten am Entscheidungszentrum der Macht beteiligt war, dass auch der, es war ja dann sogar bildlich in dieser Distanz zu sehen, aber eben auch in dem Umgang, sodass das sich also nochmal verengt hat. Wer also die Entscheidung trifft, ist ganz eindeutig Putin und vielleicht noch sehr wenige um ihn herum. Dennoch glaube ich, dass diese Verbindung nach wie vor wichtig ist. Denn es geht ja es geht darum, dass Russland in Putins Darstellung, Wahrnehmung Einfluss sichern muss, dass es um russische Sicherheitsinteressen gehe. Und im Moment bietet sich aus russischer Perspektive oder aus Putins Perspektive, muss man sagen, ein Zeitfenster. Und das ist durch auch die Innenpolitik und auch die wirtschaftliche Situation Russlands bedingt. Deshalb die Verbindung besteht, aber sie ist, glaube ich, etwas anders gelagert, als sie 2014
gelagert war. Und momentan agiert Putin von einem Standpunkt der gefühlten Stärke heraus. Und wirtschaftlich ist Russland im Moment stark, Energiepreise sind hoch, werden steigen. Die ersten Sanktionen hat man eigentlich absorbiert. Idee, dass Putin bis 2036 sich Optionen geschaffen hat, im Amt zu bleiben, entschärft den möglichen politischen Druck auf ihn. Das Regime hat sich noch viel repressiver aufgestellt, nach innen und auch nach außen. Das heißt, eigentlich ist dieser Moment ein opportuner für Putin. Und das muss ihm, das muss seinem engeren Zirkel bewusst sein. Von daher ist diese Entscheidung jetzt ein wirklich, ja, vermutlich lange ausgearbeiteten Plan umzusetzen, schon an auch die innenpolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen gekoppelt. Und das, was in den letzten Monaten aufgebaut wurde, an, wie wir jetzt wissen, nicht nur einer Drohkulisse, sondern einem realen Plan folgend, das passt in die Rhetorik, in die Staatsrhetorik, in Putins Rhetorik, dass man sich nach außen hin verteidigen müsse. Das hat jetzt die Reaktion des Westens jetzt auf den heutigen Angriff, wird das beflügeln. Das heißt, es wird all das verstärken, was in der russischen Innenpolitik schon präsent ist. Nicht nur hat es das System jetzt noch stärker auf Putin konzentriert, aber wir werden auch erwarten können, eine weitere Verhärtung des Systems nach innen. Das heißt, die Verbindung ist weitergegeben, aber wie gesagt, sie ist etwas anders gelagert. Sie sprachen auch auf die russische Bevölkerung an. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Heute liegt der Fokus nicht darauf. Und wir schauen alle mit Sorge natürlich auf die Ukraine. Aber ich denke, es ist wichtig, auch zwischen Putin und der russischen Bevölkerung gerade auch heute zu differenzieren. Und soweit wir uns dem annähern können, über insbesondere die Umfragen von Levada. Da wissen wir, dass die Leute in Russland in Sorge sind. Und heute sehen wir auch viele Anzeichen dafür. Es will niemand Krieg in der russischen Bevölkerung. Sowohl Russen, Russinnen, Ukrainer, Ukrainerinnen wollen auf beiden Seiten wollen und auch gemischt in beiden Ländern wollen keinen Krieg. Das können wir auf beiden Seiten lange Zeit nachvollziehen. Wir können sowohl durch KIS als in der Ukraine, das Meinungsforschungsinstitut KIS und Levada in Russland machen seit langem parallele Umfragen über die Ansicht der jeweiligen Bevölkerung im Nachbarland. Und wir sehen in den letzten Monaten immer wieder auch noch die Differenzierung, die vorgenommen wird zwischen der politischen Führung und der Bevölkerung und dem Land an sich. Ich glaube, das ist wichtig, aber auch in Russland selbst war Ende des Jahres 2021 die zweitgrößte Sorge nach Krankheit und Tod im Zusammenhang mit Corona, die Angst vor einem Krieg, die größte Sorge der russischen Bevölkerung mit über 50%. Zuletzt hielten 30-40% es wahrscheinlich, dass es zu einem Krieg kommen würde. Allerdings ist das Bild dann wieder auch etwas ambivalent, weil gleichzeitig die Sicht darauf, wer nun an diesen Entwicklungen schuld sei, doch stark von auch den Staatsmedien und der Staatsrhetorik geprägt ist. Es besteht wenig Zweifel daran, dass die derzeitige Eskalation, sie ging ja von Russland aus, aber dass das durch die USA, durch die NATO verursacht wird. Das heißt, diese Argumentation greift, aber sie stoppt an dem Punkt, wo es wirklich zum Krieg kommt. Und es gibt heute viele Anzeichen dafür, Leute aus dem Zirkel von sicherheitspolitischen Beratern, Beraterinnen, selbst die sind erstaunt, dass es so heute gekommen ist. Das zeigt nochmal, was für ein Alleingang diese Entscheidung ist und dass eben sowohl in Expertinnenkreisen als auch in diplomatischen Kreisen mit diesem letzten Schritt von den meisten, würde ich sagen, nicht gerechnet wurde. Und auch in der Bevölkerung sehen wir Bestürzung und auch Sorge, was das dann auch wirtschaftlich für und sozioökonomisch für die Bevölkerung bedeutet.
Und Sie, den letzten Punkt, den Sie ansprachen, den wollen wir sicher später auch noch diskutieren. Vieles bleibt davon heute Spekulation, aber was heißt das im Umgang mit Russland? Und da stimme ich Ihnen zu, was Sie am Anfang sagten. Das ist ein Wendepunkt und es ist auch ein Wendepunkt für Europa insgesamt. Es gibt derzeit offensichtlich keine Verhandlungsspielräume. Das muss man, glaube ich, einfach so hart sagen. Man hat in den letzten Wochen immer wieder gehofft, wir haben alle gehofft, dass es kleine Öffnungen geben wird. Aber mit Wladimir Putin gibt es sie nicht. Mit einigen seiner Diplomaten um ihn herum vielleicht schon, aber die haben momentan nicht das Sagen. Und auch ich sprach eben nur von den Eliten aus dem Sicherheitssektor, aber wirtschaftliche Eliten haben auch weniger Einfluss, als sie das zuvor hatten. Das heißt, die Möglichkeit, dass sich ein gewisser Protest unter den Eliten ausbreiten würde, das ist, wenn überhaupt, eine mittelfristige oder längerfristige Perspektive. Innenpolitisch sehen wir im Zuge einer noch zu erwartenden weiteren Verhärtung dann eine noch geringere Freiräume für Zivilgesellschaft. Und das heißt, auch von außen wird es immer schwieriger, überhaupt mit zivilgesellschaftlichen, auch mit wissenschaftlichen Akteuren zu interagieren. Das heißt, auch die Möglichkeit, überhaupt an Teile der Gesellschaft sozusagen heranzukommen, die schwinden. Und das wird sich fortsetzen. Und der dritte Punkt, die dritte Dimension, es wird zu einer größeren, auch militärischen Konfrontation wieder kommen. Die NATO ist dabei und wird das fortsetzen, ihre Ostflanke zu verstärken. Das heißt, je nachdem, welches Szenario sich jetzt in der Ukraine bewahrheitet, wie weit Russland vordringen wird, bestehen auch einem neuen Zeitalter einer militärischen Konfrontation an der NATO-Ostgrenze bevor. Und dabei belasse ich es erstmal. Ja, vielen Dank, Frau Sasse, für die auch Differenzierungen, aber die dann letztlich auch doch sehr ernüchternden Einschätzungen. Sie hatten jetzt auch schon die Bedeutung von Geschichte angesprochen und das ist auch eine gute Überleitung zu meiner Frage oder meinen Fragen an Guido Hausmann, der ja als Historiker hier auch zu uns sprechen wird. Und nun plötzlich, Herr Hausmann, sind Sie, wie wir alle, damit konfrontiert, dass Geschichte plötzlich so eine große Rolle spielt. Putins Brandrede am Montag handelte ja vor allem von Geschichte für den westeuropäischen Konsumenten von politischen Reden, sicherlich sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass Präsident Putin, der sich offenkundig während der Corona-Pandemie in eine zunehmende Isolation begeben hat, sich vermehrt historischen Fragen zuwendet, angeblich sogar mit Archivdokumenten arbeiten würde. Ob das stimmt oder nicht, ist vermutlich von geringer Relevanz. Hannah Arendt hat die Logik von totalitären Systemen einmal so beschrieben, dass diese Regime sich ihre eigene Geschichte erfinden und dann für sich das Recht beanspruchen, die aus dieser erfundenen Geschichte folgenden Gesetze zu exekutieren. Haben wir diesen Punkt in Russland erreicht? Und was heißt das dann eigentlich auch für den Umgang mit einem Land, dessen zumindest Anführer sich in einer historischen Mission zu befinden scheint? Können wir das auf den Präsident Putin und seinen Kopf, in den wir nicht hineinsehen können, reduzieren? Oder steht er da doch für eine breitere, auch gesellschaftliche Wahrnehmung? Und vielleicht auch noch eine Frage zur realhistorischen Einordnung. Wir Historiker tendieren natürlich tatsächlich zum historischen Vergleich, auch zur Analogie, zum Herausarbeiten von Strukturelementen. Und zumindest an einem Tag wie heute ist es eigentlich schwer, nicht daran zu denken, dass Russland seit dem 19. Jahrhundert für seine Nachbarn kein einfacher Nachbar war und offensichtlich Schwierigkeiten hat zu akzeptieren, dass es Völker in der Nachbarschaft gibt, die ihr eigenes Recht auf Souveränität haben. Einer der Einflüsterer ideologischen Vordenker im Umfeld von Putin meinte auch einmal, also diese Leute sind ja auch beachtenswert zynisch, dass das imperiale Russland nur funktionieren kann, indem es Chaos
exportiert. Wie würden Sie als Historiker den heutigen Moment in einer Longue-Durée-Perspektive einschätzen? Ja, sind ja auch große Fragen für ein Eingangsstatement. Danke erstmal, Herr Brunnbauer, dafür. Und man denkt irgendwie unwillkürlich an Stalin, der in seinen späten Jahren ja auch sprachwissenschaftlich gearbeitet hat und jetzt Putin in seinen späten Jahren historisch, ohne dass ich jetzt die beiden jetzt direkt sozusagen vergleichen möchte. Ich denke erstmal ganz allgemein von Putin abgesehen, dass Kriege ja legitimiert werden müssen. Massengewalt muss legitimiert werden. Und in diesem Falle gab es ja zunächst oder gab es auch eine andere Legitimation, und das ist der Genozid, der sozusagen an der Bevölkerung entweder in der Südostukraine oder in der Ukraine generell begangen worden sei. Und es gab ja auch einige Beispiele, man hat Massengräber ausgehoben, aber mit sehr dünnen sozusagen empirischen Nachweisen dafür. Und das hat da sicherlich nicht getragen. Putin arbeitet ja seit längerem sozusagen historisch über die Ukraine anscheinend, und erkennbar wird jetzt daraus, im letzten Sommer hat er ein längeres Traktat verfasst und eben jetzt Montag hat er sozusagen noch einmal zum Teil das wieder aufgegriffen, was er da im letzten Sommer geschrieben hat, und sozusagen von heute aus betrachtet sind das natürlich sozusagen schon Begründungen für diesen Kriegseintritt jetzt oder den Kriegsbeginn jetzt. Es geht anscheinend ihm darum, doch die Legitimität eines souveränen Staates, der Ukraine, eben zu bezweifeln, anzugreifen und zu hinterfragen, überhaupt die Staatlichkeit der Ukraine. Und dafür ist Geschichte wichtig. Ja? Also Staatlichkeit muss legitimiert sein, muss historisch legitimiert sein. Und Putin bezweifelt die Legitimität ukrainischer Staatlichkeit. Und er tut das sozusagen, indem er zum einen eben sagt, Ukrainer und Russen sind ein Volk. Das hat er ja wiederholt in den letzten Jahren schon gesagt. Und indem er sozusagen vom Mittelalter an bis in die Gegenwart hier sozusagen die Geschichte der Beziehungen von Ukrainern und Russen skizziert, als sozusagen, als seien sie ein Volk oder als hätten sie immer danach gestrebt, zusammenzukommen. Das tut er sozusagen unter Ausblendung der ukrainischen Nationalbewegung, unter Ausblendung des Anteils der ukrainischen Geschichte als Teil der polnisch-litauischen Geschichte oder unter Ausblendung auch der westukrainischen Geschichte als Teil der Geschichte der Habsburger Monarchie. Da blendet er aus die ukrainischen Staatsbildungsversuche 1918 bis 20 und er wendet sich dezidiert auch gegen Lenin, den er dem Vorwurf macht, dass er eigentlich die Sowjetukraine geschaffen hätte. Und das ist wiederholt bei ihm sozusagen. Lenin mag Putin gar nicht, während Stalin-Bezüge eher positiv sind, und das auch hier eigentlich wieder, dass Stalin doch einen zentraleren Staat der Sowjetunion geschaffen hat und dass er auch die Ukraine vereinigt hätte am Ende des Zweiten Weltkriegs. Das sind Geschichtsbildreferenzen, die es gibt, sozusagen aus dem 19. Jahrhundert, auch aus der sowjetischen Zeit. Und das läuft alles darauf hinaus, dass sozusagen man ein historisches Recht haben muss auf einen Staat. Ja? Und es reicht eben nicht sozusagen, dass man eine politische Willensbildung, eine politische Entscheidung trifft, einen Staat zu gründen. Und ob das jetzt sozusagen seine persönliche Obsession jetzt ist mit der Geschichte und mit der Geschichte der Ukraine, Das weiß ich nicht. Manches spricht dafür, obwohl er ja auch keine familiären Bindungen, Beziehungen eigentlich in die Ukraine hat. Er stammt ja aus Petersburg, nicht aus einer zum Teil ukrainischen Familie. Aber es ist so, dass sicherlich, weil sie auch nach den Fragen, wie weit sich das einordnen lässt in die Gesellschaft Russlands
ob er hier etwas ausdrückt, was verbreitet ist, oder dann ist es natürlich schon so, dass seit den 90er Jahren und den 2000er Jahren es diese Rückblicke gibt auf eine bessere Zeit, auf eine goldene Zeit, und die sich vor allem auf die Zeit vor der Sowjetunion beziehen, die imperiale Zeit Russlands, die positiv besetzt ist, während die sowjetische Zeit nur punktuell positiv besetzt ist, etwa der Sieg im Zweiten Weltkrieg. Und hier haben wir natürlich auch sozusagen in der Gesellschaft Russlands hat das sozusagen Anklang oder Nachklang gefunden. Wir haben ja Gedenkfeiern, Gedenktage. Wir haben patriotische Erziehung, auch historische Bildungsprogramme seit 2000. Wir haben doch inszenierte Geschichte von oben in unterschiedlichen Formen. Also insofern könnte man schon sagen, dass er auch für einen Teil der Gesellschaft Russland spricht. Aber ich würde nur sagen, zum Teil. Zum Teil interessiert sich nämlich die Gesellschaft Russlands heute in keiner Weise und überhaupt nicht für die Geschichte und schon gar nicht für die Geschichte der Ukraine. Ja, sie interessiert sich für die Gegenwart, sie interessiert sich für Fragen der Zukunft, aber eben genau nicht für diese Geschichtsbesessenheit von Putin und vielleicht auch einigen anderen in der russischen Elite heute. Wenn Sie dann noch fragen, sozusagen, ob man das in den größeren historischen Kontext stellen könnte mit dem 19. Jahrhundert, da wäre ich doch vielleicht vorsichtig. Sozusagen, konnte Russland nicht früher auch schon Nachbarländern keinen eigenen Weg zugestehen? Wie kann man das erklären? Also ich würde sagen, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, das mag ein bisschen paradox klingen, die russische Nationalbewegung war im 19. Jahrhundert sehr schwach. Und sie war nicht genug abgegrenzt gegenüber Ukrainern, gegenüber Belarusen, gegenüber anderen. Man hat sozusagen, die Russen haben versucht, diese Schwäche zu überwinden mit einem starken Bezug auf den Staat und hat sehr stark geschwankt zwischen Überlegenheit und Unterlegenheit. Und das sozusagen ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der auch bis heute nachwirkt. Also wenn es Überlegenheitsgefühle oder Politiken gab im 18., 19. Jahrhundert, dann war Russland die Schutzmacht gegenüber der orthodoxen Bevölkerung. Und das betraf eben auch die Moldau-Fürstentümer zum Beispiel, also die Nachbarn. Ja, aber ganz entscheidend war doch eher die Loyalität zur Dynastie und zum Staat. Und wenn die gesichert war, wie etwa bei den baltischen Provinzen, dann respektierte man zumindest auch über einen langen Zeitraum auch eigene Entwicklungen durchaus. Ja? Also hier würde ich so ein bisschen differenziert urteilen. Aber wenn man etwa hier das Russische Reich vergleicht mit dem Habsburgerreich, dann sind natürlich große Unterschiede zu erkennen zwischen den Rechten der Kronländern, zwischen sozusagen, die es ja in diesem Maße in Russland nie gab. Es gab auch keinen Raum für eine öffentliche, sozusagen einen Austausch darüber, eine öffentliche Meinungsbildung. Die Duma hat es ja nur für wenige Jahre im frühen 20. Jahrhundert gegeben. Also hier sind sozusagen schon historische Belastungen da, die bis heute nachwirken. So weit würde ich schon gehen. Aber manches scheint mir im Rückblick doch im 19. Jahrhundert sozusagen da noch liberaler in Anführungszeichen gewesen zu sein als im 20. oder im frühen 21. Jahrhundert. Vielleicht das als mein Eingangsstatement zu Ihrer Frage. Vielen, vielen Dank, Guido Hausmann. Sindi Wittke, als wir dienstags die Veranstaltung planten, dachte ich, ich würde dich um eine Einschätzung aus völkerrechtlicher Perspektive der Anerkennung der Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken von Luhansk und Donetsk fragen. Das hat sich natürlich sehr rasch erübrigt, dieses Thema. Aber dennoch wäre die völkerrechtliche Perspektive hier nicht nur wichtig, sondern würde mich auch deine Einschätzung interessieren, was das für das internationale Recht bedeutet, wenn eine der Signatarmächte und Garantiemächte der völkerrechtlichen Nachkriegsordnung, wie sie sich in den Vereinten Nationen, aber auch dann in Europa, in der KSZD und später OSZD beispielsweise institutionell niedergeschlagen hat, wenn diese Macht ihre offenkundige Ignoranz gegenüber diesen Prinzipien zum Ausdruck bringt und einen unprovozierten
Krieg gegen ein Nachbarland vom Zaun bricht. Was bedeutet das auch für Diplomatie und Außenpolitik? Gwendolyn Sassi hat schon darauf verwiesen, dass sich letztlich jetzt herausgestellt hat, dass es nichts zu verhandeln gab. Was bedeutet das für Diplomatie, wenn es nichts zu verhandeln gibt und wenn man mit einem Partner bei diesem Nichtverhandeln konfrontiert ist, der offenkundig lügt? Eine Erfahrung, die ja auch die Bundeskanzlerin ehemalige ja auch machen musste und wohl für sie auch einigermaßen desillusionierend gewesen ist. Vielleicht auch, um auch für dich ein großes Fragen, einen großen Themenkomplex gleich aufzuwerfen. Gerade die Bundesrepublik hatte natürlich lange Zeit versucht, Gesprächskanäle offen zu halten, aus unterschiedlichen Gründen, manche gute, manche schlechte, sich vielleicht auch gewissen Illusionen hingegeben, die auf einer auch eben etwas mythologischen Sicht auf die Wirksamkeit der sogenannten Entspannungspolitik oder neuen Ostpolitik dann auch beruhen. Welche Lehren sind zu ziehen, um so weit in die Zukunft auch zu blicken? Gwendolyn Sasse sprach von der zu erwartenden auch Remilitarisierung, Stärkung der NATO-Ostflanke. Ist es tatsächlich jetzt an der Zeit, wieder ein Containment zu starten, um Begrifflichkeiten aus dem Beginn, von der Anfangszeit des Kalten Krieges hier zu nutzen, oder wäre das der falsche Weg? Vielen Dank, Ulf. Auch das große Fragen, über die wir natürlich auch abendfüllend diskutieren könnten angesichts der aktuellen Ereignisse. Und vielleicht anknüpfend an den Input von Guido Hausmann möchte ich aus der Stellungnahme des Verbandes der deutschen Osteuropa-Historikerinnen und Historiker sinngemäß zitieren, die tatsächlich eine Stellungnahme veröffentlicht haben zur Rede von Präsident Putin am Montagabend. Und im Abschlussparagraph des Abschlussabschnitts dieser Stellungnahme heißt es tatsächlich, die Geschichtsschreibung oder die Geschichtswissenschaft sollte den Historikerinnen und Historikern überlassen sein. Und Geschichtswissenschaft ist zuvorderst nicht dazu da, Grenzansprüche und revisionistische Ansprüche zu äußern und schon gar nicht dazu da, völkerrechtliche Prinzipien aufzuweichen und ad absurdum oder obsolet zu stellen. Ich habe das natürlich jetzt ein wenig schärfer formuliert, als das in diesem Statement formuliert ist, aber es sagt uns letztendlich, dass die Geschichte als völkerrechtliches Argument vielleicht nicht handlungsleitend sein sollte. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dass sich Politiken des Völkerrechts im sogenannten postsowjetischen Raum nenne. Und unmittelbar anschließend an die Annexion der Krim im Jahr 2015 veröffentlichte der estnische Völkerrechtler Lauri Melksö eine viel beachtete Arbeit mit Oxford University Press über russische Ansätze zum Völkerrecht. Und Lauri Melksö kommt unter anderem zu dem Schluss, dass Russland ein wichtiger Teil des Völkerrechts sei, aber dass seit dem Zweiten Weltkrieg Russland und der Westen eigentlich selten das Gleiche meinen, wenn sie über das Völkerrecht reden. Also dass dieser Widerspruch nicht erst jetzt zutage tritt, sondern dass dieser Widerspruch in gewisser Hinsicht auch eine Kontinuität in sich birgt und dass dieser, so würde ich es formulieren, ganz stark vom Suprimat der Politik geprägt ist. Die Rechtseinstellung folgt der politischen Notwendigkeit. Auf der anderen Seite zeitgleich hoben andere Autoren hervor, und ich zitiere auch hier sinngemäß, dass es abseitig oder abgesehen von anderen großen geopolitischen und politischen Krisen der Zeit, und damals waren es unter anderem der Versuch von ISIS, letztendlich die Karte des Mittleren Ostens völlig zu verändern, dass die Situation in der Ukraine nicht eine
über ein Konflikt über die Existenz des Völkerrechts ist, sondern eher über die Bedeutung grundlegender Prinzipien des Völkerrechts. Und zwar das interne und externe Recht auf Selbstbestimmungsrecht, der Selbstbestimmung der Völker, die territoriale Integrität von Staaten und die souveräne Gleichheit von Staaten. Nun können wir uns heute angesichts der heutigen Ereignisse fragen, ob Russland nicht doch zum Umdeuter des Völkerrechts vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen wird. In unserem Projekt haben wir uns immer auch das Ziel gesetzt, über diesen Russland-Fokus hinaus zu gucken und letztendlich da uns die Frage zu stellen, welche Auswirkungen haben denn die Handlungen Russlands tatsächlich auch auf die anderen Staaten in der Region? Denn diese betrachten wir doch relativ selten. Und da möchte ich jetzt hier in diesem Rahmen wirklich auch die Gelegenheit nutzen, um auf das hinzuweisen, was Georgien nach dem russisch-georgischen Krieg 2008 angefangen hat und die Ukraine auf sehr beeindruckende Art und Weise weitergeführt hat. Nämlich das ist das, was man Lawfare nennt. Und Lawfare ist einer der wenigen Begriffe, die sich ganz schlecht vom Englischen ins Deutsche übersetzen, aber es ist letztendlich eine Kriegsführung mit den Mitteln des Rechts. Also sprich, rechtliche Dispute oder Verfahren vor internationalen Gerichtshöfen als Fortsetzung von Politik und Krieg. Und die Ukraine hatte sehr transparent in den vergangenen Jahren tatsächlich eine Website kreiert, die sich Lawfare nennt und dort ganz transparent darstellt, wie die Ukraine gegen Russland vor internationalen Gerichtshöfen vorgeht. Und das sind unter anderem von dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Rahmen von Staatenklagen, aber auch Individualklagen, im Rahmen von Klagen vor dem Internationalen Gerichtshof, von dem Internationalen Seegerichtshof. Und natürlich, die Ukraine hat sich in einem sehr komplizierten Prozess der Ad-Hoc-Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs unterworfen. Und dieser untersucht die Ereignisse in der Ukraine seit 2013. Und wir können nur hoffen, dass die Ukraine dieses Mittel des Lawfare, des schwächeren, militärisch und politisch und geopolitisch schwächeren Staates weiter nutzt, um tatsächlich ihre Sicht der Fakten und auch ihre Beweismittel weiter auch vor internationalen Gerichtshöfen darzulegen. Also man kann nur hoffen, dass diese aufgebauten Strukturen innerhalb des Ministeriums für Justiz und auch innerhalb des Außenministeriums der Ukraine inklusive der internationalen Vernetzung dieser neuen und jüngeren Generation von Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtlern tatsächlich erhalten bleibt und weiter fortgeführt wird, weil man natürlich mit dem Völkerrecht egal von wo, aus jedem Ort der Welt auch arbeiten kann. Und nicht zuletzt stellt sich hier natürlich die Frage, sehen wir hier einen Aggressionskrieg und sehen wir hier tatsächlich den Völkerrechtsverbrecher Wladimir Putin? Und inwiefern würde irgendwann mal die Frage im Raum stehen, ob Wladimir Putin tatsächlich einer derjenigen sein könnte, die vor dem Internationalen Strafgerichtshof stehen? Interessant ist hier noch vielleicht als Abschlussbemerkung, Russland nutzt diese Mittel relativ selten. Russland zieht nicht vor internationalen Gerichtshöfen. Russland nutzt seine militärische Stärke. Es nutzt nicht die Stärke derjenigen, die darauf fokussiert oder auf der Idee basiert, der souveränen Gleichheit von Staaten. Nämlich das ist letztendlich die Essenz dieser internationalen Gerichtsbarkeit. Auffällig war, wir haben sehr viele Interviews mit Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtlern aus verschiedenen Ländern durchgeführt, teilweise auch das Misstrauen, das mir selbst unter Akademikern begegnete. Das ist das Misstrauen, ein Label zu bekommen, als falsch hingestellt zu werden, als Völkerrechtsverletzer hingestellt zu werden und gleichzeitig auch ein Misstrauen, zu was man die Argumente eines russischen Wissenschaftlers oder einer russischen Wissenschaftlerin nutzen würde. Auch das Misstrauen zieht sich also hinein bis in die Wissenschaft. Wenn es aber zu solchen Interviews kam, war es doch sehr überraschend. Und hier pflichte ich ganz Gwendolyn Sasse bei, wie divers doch tatsächlich auch das Meinungsspektrum in Russland ist,
wenn man mit den individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Austausch steht oder Repräsentanten verschiedener Interessengruppen und Gruppen auch in der Elite. Nochmal, last but not least, wir kommen um Russland nicht herum in der aktuellen Weltordnung. Russland gehört zu den permanenten Mitgliedern des Sicherheitsrats. Und hier stellt sich nun die Frage, was nun? Können wir wirklich auf dieser Ordnung beharren? Sollte die Welt weiterhin diese Ordnung haben? Ich denke, es ist nichts falsch an der Charta der Vereinten Nationen. Wir müssen nicht hinterfragen, hält das Gewaltverbot, halten Prinzipien wie territoriale Integrität. Aber ist tatsächlich die Architektur, wie manche Organisationen aufgebaut sind, tatsächlich noch zeitgemäß? Denn wenn wir uns die Frage stellen, was macht Russland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als permanentes Mitglied, ist die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, was macht China eventuell gerade nicht? Es kam zu keiner offiziellen Verurteilung der aktuellen Handlungen Russlands durch China. Und wenn man hier sieht, wie es auch eventuell was chinesische Interessen betreffen könnte im Hinblick auf Taiwan, könnte man vielleicht sogar vermuten, dass es hier ähnliche Skripte gibt und gemeinsame Interessen auch des Stillhaltens bei den Ansprüchen, die der jeweilige Staat hat. China und Russland haben 2016 eine gemeinsame Erklärung verfasst über ihren Ansatz zur Souveränität von Staaten, der eigentlich eindeutig sagte, niemand darf sich in chinesische oder russische Angelegenheiten einmischen. Ich glaube, ich belasse es erstmal hierbei und vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Die beeindruckendste Rede, die sich vielleicht viele angucken sollten, hat in einer Sicherheitsratssitzung der Vertreter Kenias gehalten, der am Beispiel von Afrika wirklich durchexerziert hätte, was passieren würde mit einem gesamten Kontinent, wenn man basierend auf ethnischen, linguistischen oder anderen Ansprüchen Grenzen verschieben wollen würde und dies einem imperialen Gedanken auch noch unterordnen würde. Danke. Ja, vielen Dank, Cindy, für die auch völkerrechtliche eine Schätzung, auch noch den Hinweis auf die Folgen von Grenzverschiebungen dieser Art, die ja nicht nur für den afrikanischen Kontinent oder jetzt in Bezug auf die Ukraine fatal sind, sondern wenn wir den Blick nach Südosteuropa wenden, wo es ja imperiale Versuche im Kleinen gibt mit durchaus ähnlichen Argumenten. Die Rhetorik der serbischen Welt unterscheidet sich in nichts von der Rhetorik der russischen Welt. Dann muss man sich tatsächlich Sorgen machen, dass diese Art von Politik Schule machen kann. Ich würde sagen, wir hatten jetzt drei sehr differenzierte, auch fundierte Einschätzungen, sodass wir auch jetzt in die Fragerunde gehen können. Bitte schreiben Sie Ihre Frage in den Chat und entweder an alle drei und oder eben auch an bestimmte. Hier haben wir schon eine erste Frage an Cindy Wittke. Ja, Putins Logik folgend könnte Deutschland ja auch Königsberg und Preußen zurückfordern. Cindy, möchtest du gleich darauf reagieren? Das führt ja die Diskussion, die der kenianische UNO-Botschafter angestoßen hat, ja weiter. Deutschland hat schon vor sehr, sehr langer Zeit, vor mehreren Jahrzehnten tatsächlich die Grenzen anerkannt, in denen es sich jetzt aktuell befindet, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und insbesondere die Oder-Neiße-Linie. Also von daher denke ich, bleibt das deutsche Territorium erhalten in seiner aktuellen Form. Und ich kann mir keine Regierung vorstellen, abseits gewisser Zirkel in der AfD, die hier auch nur geringste Ambitionen hätte. Könnte, ja, das ist aber eine pure polemische Annahme, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte. Preußen als Staat gibt es übrigens nicht mehr. Ja, interessanter, jetzt
Gut, das ist aufbauend. Es gibt, dass es jetzt keine weitere Frage im Chat gibt, und doch die Frage von mir an, wer auch immer sie beantworten will, aber vielleicht insbesondere auch an Frau Sasse als Politikwissenschaftlerin, vergleichende Politikwissenschaftlerin, die auch in Berlin natürlich auch enge Kontakte auch zum Auswärtigen Amt pflegt. Was kann man jetzt, was würden Sie der Außenministerin empfehlen, jetzt vor allem jetzt auch als mittelfristig, langfristige Strategie? Okay. So eng hängen wir nicht am Auswärtigen Amt dran, aber ich hatte ja damit aufgehört, dass es im Moment offensichtlich nichts zu verhandeln gibt und dass es im Moment alles darauf hindeutet, dass die erste Reaktion ist, das NATO-Gebiet weiter abzusichern. Aber die große Herausforderung ist natürlich erst einmal kurzfristig, und da wird dann auch hoffentlich Deutschland einen Beitrag leisten können. Das war auch immer dieses Szenario, bei dem wir gerade ja eigentlich zu Beobachtern reduziert worden sind, aufhört. Wir wissen ja nicht genau, wie lange und wie weit das noch vordringen wird. Muss natürlich irgendeine Art von Waffenstillstand greifen, und den muss man dann auch wieder verhandeln. Das sind nur nicht die, das ist nicht der Verhandlungsrahmen, den man vorher geschaffen hatte, und auch nicht die Regeln, auf die man sich schon einmal verständigt hatte. Und das heißt, dann wird es darum gehen, und auch wieder hoffentlich mit Deutschlands aktiver Beteiligung, man muss eigentlich ganz von vorne anfangen, Vertrauen aufzubauen. Und das dauert, wie wir, normalerweise mache ich keine Vergleiche zum Kalten Krieg, und ich würde sie jetzt auch nicht zu eng fassen, aber wo der Vergleich, glaube ich, stimmt, ist in dieser Notwendigkeit, und das geht dann, wenn überhaupt, nur über einen langen Zeitraum durch verschiedene Kommunikationskanäle, aber auch bestimmte Prozedere, die man einhält, zu denen man sich verpflichten müsste. Das hat auch im Kalten Krieg lange gedauert, und ich würde davon ausgehen, dass das jetzt noch lange länger dauern würde. Wir sind einfach auch in einer Welt, wo die vielleicht die Gewissheiten und auch das Vertrauen, dass bestimmte Prozedere eingehalten werden, die gibt es heute nicht mehr. Also wir können nicht auf die zurückfallen, gerade wenn wir an den Bereich Rüstungskontrolle und Abrüstung denken. Wir sind weit hinter die Zeit des Kalten Krieges zurückgefallen. Das heißt, auch auf dieser Ebene, die jetzt auf einmal so schrecklich nah greifbar wird, haben wir die Mechanismen nicht. Das heißt, an diesen Mechanismen muss gearbeitet werden, und das wird ein langerer Prozess sein. Und da wird sich Deutschland einbringen und hat auch gerade das Thema ja in den letzten Jahren schon von Rüstungskontrolle und Abrüstung wieder stark gemacht. Mhm. Einen Punkt wollte ich noch kurz erwähnen. Man sollte natürlich auch nicht vergessen, dass innen, und das ist auch die vergleichende Perspektive hilfreich, so wie ich geschildert habe, dass sich das System Putin, das politische System in Russland, jetzt noch weiter auf eine Person zugespitzt hat und auf ein noch repressiveres System hinauslaufen wird. Das birgt auch immer, insbesondere für die Person, das Risiko. Es kann auch ganz plötzlich aufbrechen. Und wenn das passiert, dann können ganz verschiedene Dynamiken beginnen. Und diese Möglichkeit gibt es. Und ich glaube auch, diese Möglichkeit wird eigentlich noch realistischer jetzt. Wir wissen nur nicht, wann es passiert, auf welche Art und Weise es passiert, ob es ein geordneter Übergang sein wird irgendwann oder nicht. Ich spreche hier überhaupt nicht von Demokratisierung von unten, aber wenn ein System so auf eine Person zugespitzt ist, noch dazu in einer derartig angespannten Lage, die dann lange Zeit noch so andauern wird, dann ist auch sowohl die Möglichkeit, dass sich Eliten anders positionieren, die ja Putin gerade ganz bewusst noch von sich schiebt, dass sich also dort, sei es durch Coups, sei es durch verschiedene Interessen, die sich dann finden, über den Sicherheitssektor, wirtschaftlich, wie auch immer. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich wollte einfach noch darauf hinweisen, dass das, was jetzt gerade sehr in eine Richtung natürlich gedacht werden muss, was die innenpolitische Entwicklung angeht, damit werden solche Systeme scheinbar stärker, aber eigentlich werden sie auch schwächer. Und
unvorhersehbarer, was passieren kann. Und das sind Kosten darüber hinaus noch natürlich auch mittelfristig zumindest weitere politische und auch wirtschaftliche Kosten. Das kann zusammenkommen zu einer Gemengenlage, die auch in einem autoritären System dieser Art für zumindest den jetzigen Präsidenten gefährlich wird. Ja, vielen Dank. Jetzt fühlt sich der Chat mit Fragen. Ich versuche da Fragen etwas zusammenzufassen. Wir werden hier nicht auf jede einzelne eingehen können, aber es gibt, glaube ich, drei jetzt auch große Themenkomplexe. Und ein erster, und ich weiß nicht, wer vielleicht Cindy Wittke oder Guido Hausmann, auch Günther den Sasse, wer darauf antworten will, es bitte nicht alle drei immer auf alle Fragen antworten. Ein erster Fragenkomplex, der jetzt öfter angesprochen wurde, wird es bei der Ukraine bleiben oder droht anderen postsowjetischen Ländern inklusive des Baltikums dann eben auch mit dem Risiko einer militärischen Auseinandersetzung mit der NATO Ähnliches? Lässt sich darüber schon etwas sagen? Soll ich vielleicht den Auftakt machen? Es ist tatsächlich so, dass Russland ja schon seit vielen Jahren dieses Konzept des nahen Auslands hat, als außenpolitisches Konzept, das auch handlungsleitend ist, wie man insbesondere alle Staaten, die zum sogenannten postsowjetischen Raum gehören, also die aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorgegangen sind, in einer besonderen Interessenszone Russlands liegen. Und dies erstreckt sich vor allen Dingen darauf, was die Erweiterung der Europäischen Union und auch die Erweiterung der NATO betrifft. Man hat hier immer in gewisser Hinsicht eine Ausnahme gemacht, was das Baltikum anbetrifft, da das Baltikum ja bekanntermaßen 1939 annektiert wurde und dann seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat und nicht aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion als Staat hervorgegangen ist, wenn man das in diesem ganz strikten Sinne sehen wollen würde. Und in diesem Bereich gibt es immer wieder Wortscharmützel von Wladimir Putin. Unter anderem hat er jüngst in Frage gestellt, ob gewisse Gebiete Nordkasachstans tatsächlich kasachisches Gebiet seien und nicht eher russisches Gebiet seien. Wir sehen aktuell eine doch beunruhigende Lage in der Republik Moldau, Moldova, in der es auch ein abtrünniges Gebiet gibt, die sogenannte Republik Transnistrien. Und momentan hören wir erste Meldungen von Militärmanövern, die in Transnistrien abgehalten werden. Und Transnistrien ist auch vorrangig von einer russischsprachigen Bevölkerung besiedelt. Und hat schon mehrmals auch Ambitionen gezeigt, der Russischen Föderation beizutreten. Und wir können uns nur ausmalen, Odessa liegt sehr nah an der Grenze, was hier eventuell noch passieren könnte, insbesondere was Moldova betrifft. Das wird hier dann ganz, ganz brenzlig, da auch sehr viele Bewohnerinnen und Bewohner von Moldova tatsächlich einen rumänischen Pass haben. Also der Konflikt rückt im wahrsten Sinne des Wortes näher, je weiter Russland auch in der Ukraine vorrückt. Und ich würde sagen, diese Flanke ist gerade tatsächlich auch die empfindlichste für irgendwelche, sagen wir es, Scharmützel, die aber tatsächlich einen Großbrand hervorrufen könnten. Ansonsten sorgt Russland meiner Meinung nach gerade sehr dafür, dass es seinen Hinterhof beruhigt. Russland hat sehr konsequent ein Aufflammen des Karabachkriegs unterbunden. Die Situation in Abchasien und Südossetien ist relativ ruhig. Und Russland hat entschieden agiert im Fall der Aufstände und Proteste in Kasachstan und sich dort auch wieder zurückgezogen. Also man versucht hier Ruhe herzustellen, um sich gerade diesem Projekt Ukraine widmen zu können. Also das ist wirklich vorbereitet und strategisch sehr durchdacht vorgegangen und hat Potenzial, auch weiter überzuspringen. Ja, dann würde ich auch noch vielleicht zwei, drei Fragen aufnehmen und anschließen an Frau Wittke. Da gab es die Frage nach den berechtigten russischen Sicherheitsinteressen und auch nach dem Baltikum. Da würde ich sagen, ich persönlich war 2008 zum Beispiel dagegen,
dass die Ukraine und Georgien in die NATO aufgenommen wurden. Ich erinnere mich noch an die Diskussionen. Aber von heute aus gesehen würde ich eben sagen, wären sie in die NATO aufgenommen worden, dann hätte es kein 2013-14 gegeben und auch kein 2021-22. Und das heißt, ich würde auch vermuten, dass Moldova eben sozusagen eine Schwachstelle ist, selbstverständlich, weil es nicht in der NATO, nicht in der NATO ist und Russland sozusagen in die Gebiete oder in die Grauzonen geht, die nicht sozusagen von Staaten, die nicht in der NATO sind. Deshalb glaube ich auch, dass die baltischen Staaten nicht gefährdet sind. Es ist schwierig. Es gibt natürlich ein russisches Sicherheitsbedürfnis. Das ist auch historisch begründet, dass es das gibt. Nur wenn dies praktisch nur die Sicherheit nur gewährleistet ist in imperialen Kontexten, dann ist das heute so nicht mehr, glaube ich, nicht verhandelbar und nicht durchsetzbar. Ja, da muss man eben dann wirklich auch die Linie ziehen. Da würde ich den Punkt setzen. Eine Frage, die auch darauf anschließt, vielleicht für insbesondere für Frau Sasse, wieder die. Die Frage auch nach den Motiven von Präsident Putin. Also eine Frage war, ob mit dem heutigen Tag die Einschätzung von Putin als vor allem zynisch kalkulierenden Machtpolitiker eigentlich obsolet geworden ist, ob die Aggression gegen die Ukraine noch als strategisch weitsichtig angesehen werden kann, auch im Hinblick auf dann die Möglichkeit dieses Land, das ja in irgendeiner Form jetzt wohl besetzt werden wird, tatsächlich als solches kontrollieren können, ob nicht das, was heute in Gang gesetzt wurde, letztlich den strategischen Interessen Russlands widerspricht, da es sich damit wenig Freunde macht. Nicht mal die AfD konnte sich mehr durchringen, den Einmarsch in die Ukraine gut zu heißen. Ja, ich glaube, wir wissen heute noch nicht genau, was genau die Kosten sozusagen auch sein werden für den russischen Präsidenten insbesondere. Es wird viel davon abhängen, wie sich die Ukraine, die ukrainische Regierung, aber dann auch die ukrainische Bevölkerung verhält. Sollte es zu auch höheren russischen Opferzahlen kommen, dann kann auch ein autoritäres System das in diesem Zusammenhang, im Donbass konnte man das vertuschen, wird man das hier nicht können. Und es wird auch viel spekuliert über den Willen der ukrainischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, Widerstand zu leisten. Es gibt Umfragen vom Ende des letzten Jahres, in denen ungefähr 50% im Osten der Ukraine, ungefähr 40% sagten, sie würden, es teilte sich nochmal auf, entweder bewaffneten Widerstand oder andere Art von Widerstand leisten. Man kann davon ausgehen, dass solche Fragen und Antworten erst einmal etwas hypothetisch sind, wenn dann wirklich mit dieser auch militärischen Präzision, insbesondere durch Luftangriffe, wie heute vorgegangen wird, da kann man schnell eine Bevölkerung demoralisieren und einfach auch diese Idee von Widerstand schwächen. Aber dass es Widerstand geben wird, davon können wir ausgehen. Wir wissen nur nicht, wie groß und wie er sich manifestieren wird. Auch in der heutigen Zeit Widerstand zu organisieren, ist anders und das wird man sehen. Aber davon können wir ausgehen, dass insbesondere, wenn es um auch jetzt mehrere große Städte geht, eventuell sogar um Kiew, wie man die Kontrolle über diese Städte halten will mittelfristig, also über diesen Moment der Zerstörung von Infrastruktur hinaus und vielleicht geht es auch über Infrastruktur hinaus, militärische, das ist schwer kalkulierbar. Und damit geht der russische Präsident ein Risiko, ein großes Risiko ein. Andererseits ist die Überlegung Teil seiner Strategie. Es wird ja häufig bezweifelt, ob er überhaupt eine Strategie hat, aber wirklich zu überlegen, wenn man die Sicherheitsordnung in Europa verändern will, wie er es will, dann ist jetzt der Moment, es zu tun, bevor sich die Ukraine weiter der EU und der NATO annähert
bevor die Ukraine auch für die russische Bevölkerung zu einem demokratischen und wirtschaftlich besser gestellten Erfolgsmodell wird, von dem dann auch russische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen mehr einfordern würden, dass sie das auch bei sich haben, insbesondere die auf der wirtschaftlichen Ebene, dann ist jetzt der Moment, es zu versuchen. Und darauf hat er, auf diese Karte hat er alles gesetzt. Also es fällt natürlich aus unserer Sicht schwer, das als strategische Weitsicht zu bezeichnen, aber das ist dieses Zeitfenster, von dem ich sprach. Es ist aus seiner Sicht ein logisches Zeitfenster. Es gab nämlich auch ein paar Fragen zu den wirtschaftlichen Sanktionen. Also wenn wir das etwas ausführen, die Wirtschaft Russlands, die auf dem Ressourcenreichtum, auf den Preisen von Öl und Gas basiert, die ist momentan noch stark. Das wird, und das weiß auch der Kreml, das weiß auch Putin, dass die Zeit kommen wird, und sie ist absehbar, wenn das System darauf allein nicht mehr fußen kann. Und momentan kann es das noch, und die Verschuldung ist gering. Die Exporte von Öl und Gas bringen harte Währung. Verschuldung ist in Rubeln, der Rubel fällt. Das heißt, die wirtschaftliche Dynamik, das wird eine Zeit brauchen, bis das greift. Und die wirtschaftlichen Sanktionen, die jetzt gerade kommen, die sind eingepreist. Und auch, ist noch nicht im Chat drin, aber um Nord Stream 2 geht. Das war für Russland in der letzten Zeit vor allem ein Prestigeprojekt. Das hat aber für die wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung jetzt keine Bedeutung. Und einen wirklichen Ausschluss aus dem SWIFT-System, um das gleich hinterher zu schieben, oder auch amerikanische Sanktionen im Ölsektor sind gerade noch unwahrscheinlich. Das wären schon sehr weitreichende Sanktionen, die allerdings dann auch nicht nur Russland treffen, sondern von internationaler, auch globaler Bedeutung wären. Kann ich vielleicht noch kurz eine Frage, weil es mehrmals schon kommt, aufgreifen zu Belarus? Das finde ich auch eine wichtige Frage, denn auch diese Woche findet ein anderes wichtiges Ereignis statt, und zwar ein inszeniertes Referendum von Alexander Lukaschenko in Belarus. Die Verfassung wird verändert, und mit dieser Verfassungsänderung wird ein weiterer Schritt ermöglicht in Richtung näher einer weiteren Integration mit Russland, und auch der Neutralitätsstatus von Belarus wird offiziell damit aufgegeben, und die Möglichkeit, permanent russische Truppen, auch Waffensysteme zu stationieren, wird damit gegeben. Das heißt, es ist ein sehr wichtiger strategischer Faktor. Dagegen hatte sich Lukaschenko viele Jahre erfolgreich gewehrt. Aber momentan ist sein politisches Überleben völlig von Russland und von Putin abhängig. Und das heißt, es ist eine wichtige Komponente, denn Belarus grenzt unter anderem an Polen. Mehrfach schon angesprochen in der Diskussion und auch im Chat ist die Frage der NATO-Osterweiterung eine Frühfrage, die, glaube ich, auch wichtig ist, zielt auf einen Vergleich. Würden die Vereinigten Staaten etwas, wenn es etwas Ähnliches gäbe wie eine Warschau-Pakt noch oder ein chinesisches Verteidigungsbündnis mit Mexiko oder einem Nachbarland akzeptieren und dort eben russische oder chinesische Waffen akzeptieren? Und eine andere Frage war, ob die jetzt vermutlich bevorstehende Stärkung der Ostflanke und militärische Stärkung nicht von Putin erst recht als Provokation aufgefasst wird, der ja zu den unverhandelbaren Gegenständen seiner Forderungen ja auch den Rückzug der NATO aus den Ländern, die seit 1997 beigetreten sind, ja auch von NATO-Truppen gefordert hat und jetzt einmal ja genau das Gegenteil erreicht. Wer will darauf antworten? Auch auf diesen hypothetischen Vergleich, was würden die USA in einem Nachbarland akzeptieren? Also da kann ich gerne, also zunächst einmal ist das pur hypothetisch, und wir können natürlich davon ausgehen, dass es den USA nicht gefallen würde, aber es ist halt rein hypothetisch. Was wir aber wissen, ist, dass es natürlich diverse Versuche gab, auch die Staaten des postsowjetischen Raums in unterschiedliche internationale Organisationen einzubinden. Und das glaube ich, das wirklich illustrativ
jüngste Beispiel dafür ist die im buchstäblichen Sinne des Wortes hirntote GUS. Also es gab mehrfach Versuche, sich eine Sicherheits- und Verteidigungs- als auch eine Wirtschaftsarchitektur innerhalb von internationalen und regionalen Organisationen tatsächlich zu kreieren. Die Frage ist halt, warum hat Russland außerhalb seiner Hardpower keine Art von Softpower entwickelt, um tatsächlich es attraktiv zu machen für Staaten, genau diesen Bündnissen tatsächlich auch beizutreten? Und wieso ist das zumeist nur angesichts von hohem Druck entstanden, wie man das zum Beispiel auch immer an Beispiel von Armenien sehr gut durchexerzieren kann, das sich ja immer unter türkischer Bedrohung sieht, oder auch dem Karabach-Konflikt und Aserbaidschan gegenüber steht. Die Frage ist also, warum ist es Russland nicht gelungen, auch nach den sehr turbulenten 1990er Jahren in der Phase seiner Erstarkung, hier eine Alternative anzubieten, die auch wirklich die Staaten und nicht nur einzelne autoritäre Herrscher dieser jeweiligen Staaten dafür den tatsächlich attraktiv zu machen. Also ich denke, das ist eine Kernantwort auf diese hypothetische Frage. Das ist nämlich die Frage, warum konnte Russland da kein Gegenmodell entwickeln. Die Frage nach der NATO und der Stärkung der NATO-Ostflanke, die muss gestärkt werden. Was uns wirklich die letzten Wochen zeigen, ist, es geht nicht um Respekt, es geht auch nicht um gute Signale oder Signale der Freundschaft und dass man das aufeinander zugehen. Also wir müssen wirklich uns vor Augen führen, auch in dem diplomatischen Kontext ist Russland gerade kein Akteur, der bona fides handelt, also der in einem guten Glauben an den Verhandlungstisch tritt. Also jede Abmachung, die man mit Russland trifft, muss momentan gut abgesichert sein und damit auch militärisch abgesichert sein. Alles andere ist tatsächlich in dieser Logik, die uns ja Putin ausbuchstabiert hat am Montagabend und auch nochmal heute Morgen, wäre ein Zeichen auch der Schwäche der NATO und würde tatsächlich die Ostflanke am europäischen Kontinent, im Kern Europas tatsächlich auch ohne Verteidigung lassen. Also da würde ich tatsächlich sagen, es ist nicht die NATO, die mit dem Säbel rasselt. Und auch jede Metapher des Säbelrasselns ist seit Montag eigentlich obsolet geworden. Wir hatten ja vorgehabt, so nach einer Stunde ungefähr schon langsam uns dann zum Ende zu bewegen. Aber ich würde gerne zwei Fragen noch aufgreifen. Die erste ersuche ich Herrn Hausmann zu beantworten, dass Sie ja auch davon sprachen, wie wichtig diese Narrative sind. Also ein Argument, dass ja Präsident Putin für sein Eingreifen, initial einmal für die Anerkennung der beiden selbsternannten Volksrepubliken immer wieder hervorgebracht hat, war das angeblich dort stattfindende Genozid an der russischen Bevölkerung. Wir wissen natürlich, dass das nicht stattfindet. Es klingt auch wie ein etwas eigentlich unbeholfener Versuch, hier dieses Prinzip, das ja durchaus umstritten ist, der Notwendigkeit, eben militärisch zu intervenieren, um ein Genozid zu verhindern, wie das in Bezug auf Kosovo beispielsweise und Bosnien-Herzegowina entwickelt wurde, für sich zu mobilisieren. Aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass Putin diese Geschichten, die er hier entwickelt, auch selbst glaubt? Wir hatten zwar versprochen, nicht zu spekulieren, aber ich denke, das ist doch eine sehr wichtige Frage, ob Putin mittlerweile auch eigentlich Opfer seiner eigenen erfundenen Geschichten geworden ist. Also zunächst glaube ich, dass Sie sehr zu Recht auf 1999 verweisen, auf den Kosovo und die Bombardements. Und ich glaube wirklich, dass auch hier bewusst dieser Bezug hergestellt wird. Man möchte sozusagen das gleiche moralische Recht haben, jetzt einzugreifen, wie 1999 sozusagen der Westen militärisch eingegriffen hat. Ob er also es gibt eben wenig Evidenz dafür, um das nochmal deutlich
zu sagen. Ob er das selbst glaubt, weiß ich nicht mehr, kommt aber jetzt nochmal bestärkt durch die Diskussion hier auch und wirklich auch den Zeitpunkt und sozusagen, was auch Frau Wittke gesagt hat, dass der Karabach-Konflikt ja sozusagen sehr zurückgedrängt wurde und andere Konfliktherde und sehr bewusst jetzt dieser Krieg gegen die Ukraine vorbereitet wurde. Das kommt mir nicht so vor, als wäre das nur aus dem Hirn einer Person gewachsen, sondern dazu ist mehr notwendig, dazu muss sozusagen eine Struktur dahinter sein, die das plant und mit vorbereitet. Da zumindest möchte ich darauf hinweisen, ob dann sozusagen im Denken Putins da noch etwas hinzukommt, das können wir mal dann offen lassen. Ja, danke. Frau Sasse, zu dieser Frage noch? Ich wollte nur kurz sagen, weil dass das nicht so im Raum steht. Ich glaube, du hast eben anders gemeint, auch Guido, aber ich glaube, man muss das ganz klar benennen. Es ist nicht nur, dass es da wenig Beweise für einen Genozid gibt. Es gibt keinen Genozid, es gibt keine Drangsalisierung der Bevölkerung, auch in der Ostukraine nicht. Das heißt, in der Hinsicht müssen wir, glaube ich, sehr, sehr klar das benennen. Und das jetzt als Genozid zu bezeichnen, das sind genau die historischen Bezüge, die du nennst, und auch zeithistorischen Bezüge, Guido. Aber es ist eben auch in dieser, eigentlich in der immer schärfer werdenden Rhetorik von dem Schutz der russischsprachigen Bevölkerung, dann ein Schutz der russischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Und jetzt ist es in diesem Fall ist es der Genozid. Aber das wollte ich einfach noch mal ganz klar benennen, dass es in keiner Weise irgendeinen Nachweis dafür geben kann, denn es findet nicht statt. Ja, ich habe mich bezogen auf Massengräber, die anscheinend sozusagen gefunden wurden. Und dafür gibt es keine Evidenz. Aber eben der Kontext ist natürlich viel breiter. Es ist dann auch die Frage eines kulturellen Genozids an der russischen Kultur etc. pp. Dafür gibt es überhaupt keine Beweise und keine Berechtigung. Zum Abschluss der Diskussion die Frage, die auch an den Schluss gehört, obwohl wir sie natürlich nicht beantworten können, so sehr wir sie gerne beantworten würden, ist die nach den möglichen Exit-Strategien. Was könnte Russland dazu bringen, seine militärische Intervention zu beenden? Welche Möglichkeiten des Exits gibt es? War eine Frage, eine andere bezog sich darauf, ob eine Erklärung der Ukraine zum neutralen Land hier die russischen Sicherheitsinteressen angemessen berücksichtigen würde. Welche Optionen kann man hier formulieren, sofern sich überhaupt schon welche formulieren lassen? Wer will, Cindy oder Frau Sasse, vielleicht die Außenpolitik, Politik-Expertin? Okay, ich kann ja anfangen und dann ergänzt du gerne, Cindy. Also ich sehe keine wirkliche Exit-Strategie. Die Exit-Strategie wird nicht momentan genutzt. Also irgendwann muss das Vordringen aufhören und wird auch dieser Krieg zumindest auf ein anderes Niveau wieder heruntergefahren werden müssen. Aber ich sehe nicht, was die Exit-Strategie ist. Man hat jetzt auf das Extremszenario gesetzt und jetzt läuft ein lange ausgearbeiteter Plan, läuft jetzt ab. Und ich glaube nicht, dass es jetzt um eine Exit-Strategie geht, die man vor allem auch eine, die man von außen jetzt beeinflussen könnte. Was zu einer Exit, vielleicht zumindest die Notwendigkeit eines Exits oder eines Stopps des Angriffs führen kann, wäre eher Widerstand in der Ukraine. Also wenn das Szenario einsetzt, ist eben sowohl durch militärische Auseinandersetzung, aber auch durch Widerstand die Kosten sehr real werden. Das könnte der Exit sein, aber der ist nicht von außen steuerbar. Und die Möglichkeit, über Neutralität der Ukraine zu verhandeln, die gibt es nicht mehr. Seit heute Morgen gibt es die Ukraine nicht mehr so, wie sie bestand. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, es ist überhaupt eine hypothetische Frage, die Ukraine als in dieser Form jetzt als ein NATO-Mitgliedstaat zu sehen. Das heißt, die Option, die es aus anderen Gründen schon nicht gab, gibt es jetzt ganz, ganz real nicht. Und auch das wird keinesfalls, denke ich, den russischen Präsidenten zum Umdenken bewegen. Das wäre seine Argumentation, das kommt zu spät.
Und er hat einfach sichergestellt, die Ukraine gibt es in ihrer Form wie gestern nicht mehr. Ich würde auch sagen, das sind zum Teil Nebelbomben, die so gezündet werden. Also es gibt ja ging irgendwann jetzt auch heute durch die Medien ein Statement des Kreml-Sprecher Peskow, wonach gesagt wurde, es gäbe eine gewisse Verhandlungsbereitschaft. Und Grundlage dieser Verhandlungsbereitschaft wäre eine entmilitarisierte und neutrale Ukraine. Und angesichts, also wenn wir Putin wirklich beim Wort nehmen, und das sollten wir, was er am Montag gesagt hat und was er auch nochmal in einem eigentlichen Ausbruch heute Morgen gesagt hat, über den Westen, gegen den Westen, also letztendlich eine Generalabrechnung mit dem Westen gemacht hat, dann können wir nicht davon ausgehen, dass das wirklich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ernst gemeint ist. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, was Gwendolyn mehrmals gesagt hat. Ich denke, Putin geht wirklich ein extrem hohes Risiko ein, und sich jetzt einfach zurückzuziehen, würde eigentlich ist gerade der Sieg wirklich nur die Option. Und wie der dann aussieht, also wie wirklich eine effektive Okkupation der Ukraine und eine Herstellung einer vollständigen territorialen Kontrolle aussieht, das weiß man gar nicht, und ob dies überhaupt möglich ist oder ob man mit der Ukraine nicht letztendlich in Kauf nimmt, dass man hier so etwas wie so eine territoriale Zone des Staatszerfalls oder Verfalls kreiert. Also das steht alles in den Sternen, aber was wirklich klar ist, diese Entmilitarisierung und Neutralisierung ist keine wirkliche Option, auch nicht zum Schutz der Ukraine. Und wäre auch höchstwahrscheinlich, würde er auch nicht der Bevölkerung nur temporär und kurzzeitig helfen. Herr Hausmann, wollen Sie vielleicht noch ein Schlusswort anbringen? Nein, ich glaube, ich glaube auch, dass sozusagen nur die Ukraine, sozusagen, die es jetzt so nicht mehr gibt, könnte ja selbst sozusagen von sich entscheiden, wenn sie einen neutralen Status haben möchte. Und das ist sozusagen jetzt im Moment überhaupt kein Thema, und das ist nicht die Realität seit heute Morgen. Und von daher macht es keinen Sinn, darüber jetzt im Moment zu spekulieren. Ja, vielen Dank, Guido Hausmann, vielen Dank, Gwendolyn Sasse, Cindy Wittke, für diese, wie ich finde, wirklich sehr interessanten und weiterhelfenden Einschätzungen. Ich befürchte, dass wir solche Runden in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, womöglich auch noch Jahren, viele durchführen müssen. Ich glaube, für uns ist jetzt nur zu hoffen, dass die Worst-Case-Szenarios, die mit dem heutigen Tag einfach auch wahrscheinlicher wurden, nicht eintreten. Darauf Einfluss haben wir leider vermutlich aktuell sehr wenig. Es ist also schwer, eine Veranstaltung wie die heutige mit einem positiven Ton zu beenden. Für Optimismus ist aktuell tatsächlich nicht viel Platz. Ich danke allen für die Teilnahme. Es konnten vermutlich gar nicht alle, die jetzt dem Meeting beitreten wollten, weil die Zahl hier auf 300 limitiert war. Aber ja, auf YouTube können Sie ja die Veranstaltung nachsehen oder eben das Wort dann auch verbreiten, dass man sich hier schlau machen kann. Vielen Dank nochmal den beiden Rednerinnen und dem Redner, und ich wünsche uns allen, friedliche Zukunft ist vor allem den Ukrainern zu wünschen, denen, glaube ich, unsere besondere Anerkennung auch und Sympathie jetzt zukommen muss. In diesem Sinne wünsche ich allen doch noch einen so gut wie möglich schönen Abend.